Bombe ist in Position. Wir sind hier alle be... Commander, hören Sie mich? Ja. Die Atombombe ist fast bereit. Gehen Sie zum Treffpunkt, Williams. Nein, Commander. Die Geth haben uns am Flakturm festgenagelt. Wir erleiden schwere Verluste. Wir werden es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt schaffen. Hier wird niemand zurück. Halten Sie durch. Wir kommen Sie holen. Negativ! Stellen Sie einfach sicher, dass die Bombe scharf ist. Wir halten Sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann wieder her. Okay. Hoch zum Flakturm. Los. Tali und los. Beeilung. Okay, Krogana Krieger weg. Gegenmaßnahme eingeleitet. Geth Geist. Ja, ich dachte, du wärst tot. So, Krogana Warlord am Arsch. Komm, scheiß Tür. Und tschüss. Sagte tschüss. Stufenaufstieg mache ich noch schnell. Okay, sehr gut. Die hat auch Probleme. Okay, Fahrstuhl aktivieren. Eilung, Leute, wir müssen Ashley retten. Eine Kiste. Verdammt nochmal, die Geth schicken Verstärkung. Vorsicht, Lieutenant. Wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist schon hier. Die gesamte Detonationsstelle wimmelt von Geth. Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir durchhalten, bis sie hier sind. Ich aktiviere die Bombe! Was zum Teufel machen Sie da, Alenko? Ich stelle nur sicher, dass diese Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie Williams und verschwinden Sie dann schleunigst. Vergessen Sie's. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Alenko. Ich hasse diese Stelle jedes Mal. Ashley wird überrannt, Kaidan wird überrannt. Wen retten wir? Kann ich nicht hier... beide retten. Keine Ahnung, ich schicke Wax zurück. Wax ballert alles über den Haufen und ich schicke Wax und Tali zurück und gehe alleine dahin. Ich lasse den Zufall entscheiden. Ich mache jetzt ganz schnell hin und her und dann drücke ich einfach die Augen zu und dann drücke ich irgendwann. Ich finde das so. Ich will keinen der beiden verlieren. Williams, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns am Flakturm treffen. Ja, Commander. Ich... Es ist die richtige Entscheidung. Und Sie wissen das, Ash. Es ist nicht die richtige Entscheidung. Es gibt keine richtige Entscheidung. Tut mir leid, Kaidan. Tut mir leid, Kaidan. Ich musste mich entscheiden. Ich verstehe, Commander. Ich bedauere nichts. Armer Kaidan. Warum ist die Normandy nicht noch da? Kann die Normandy Kaidan nicht helfen?
Übereilung. Geth war Wüster. Jo. Sie müssen sich beeilen, Commander. Wir können sie nicht länger zurückhalten. Ja, das ist hier alles kein Thema. Seven. Das war eine eindrucksvolle Ablenkung, Shepard. Meine Geht waren hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die wahre Bedrohung waren. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Du bist eine Scheißmarionette. Es ist gar nicht so kompliziert. Man setzt alles in Bewegung, um Macht zu erlangen. Selbst sich mit den Reapern zusammenzutun. Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln Sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern Sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn Sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als Auslöschung? Nein. Lieber in Freiheit sterben, als auf ewig in Sklave sein. Ich würde eher sterben, als unter der Knechtschaft solcher Maschinen zu leben. Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Keine, die wir verbrauchen uns nicht. Habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Es hat nicht funktioniert. Sie und jeder andere bedauernswerte Bastard hier. Ein Instrument, das Sovereign benutzen und dann wegwerfen kann. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Guck mal in den Spiegel. Du bist ein halber Husk. Warum folgen die Geht, Sovereign? Sie halten Sovereign für eine Art Gott. Die Spitze ihrer eigenen Evolution. Aber die Reaktion ihrer Gottheit ist ziemlich eindeutig. Sie fühlt sich beleidigt. Sovereign will die erbärmlichen Verehrungen der Geht gar nicht. Sie sind nur Instrumente und kein noch so großer Glauben wird das ändern. Aber als Instrumente sind sie nützlich. Sie werden die anstehende Invasion überleben. Wenn organisches Leben überleben kann, müssen auch wir beweisen, dass wir nützlich sind. Wir müssen mit den Reapern zusammenarbeiten. Nein. Sagen Sie mir, warum Sovereign die Röhre braucht. Erklären Sie mir, was das ist. Vielleicht finden wir einen Weg, sie aufzuhalten. Die Röhre ist der Schlüssel zu ihrer Vernichtung und meiner Erlösung. Sovereign braucht meine Hilfe, um sie zu finden. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht indoktriniert wurde. Und wenn die Sovereign die Röhre hat, wirst du weggeworfen wie ein Stück Müll. Sovereign manipuliert sie und sie erkennen es nicht mal. Sie stehen doch schon unter seiner Kontrolle. Nein, Sovereign braucht mich. Wenn ich die Röhre finde, wurde mir eine Begnadigung vor dem Unausweichlichen versprochen. Das ist meine einzige Hoffnung. Er belügt sich selber. Das ist Indoktrination. Gemeinsam können wir Sovereign stoppen. Wir müssen uns nicht den Reapern unterwerfen. Wir können sie schlagen. Das glaube ich nicht länger, Shepard. Die Visionen können nicht bestritten werden. Die Reaper sind zu mächtig. Die einzige Hoffnung auf Überleben ist, sich ihnen anzuschließen. Sovereign ist eine Maschine. Er denkt wie eine Maschine. Wenn ich meinen Wert beweisen kann, mache ich mich unersetzlich. Es gibt keine andere logische Schlussfolgerung.
Tja, das ist das, was die Sovereign nicht glauben mag. Sie waren ein Spectre. Sie haben geschworen, die Galaxis zu verteidigen. Dann brachen sie den Schwur, um sich selbst zu retten. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen. Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Auf gar keinen Fall. Huch! Seine Granaten haben Power. Wo ist er hin? Ashley, da ist Sarum. Ballern wir mal alles drauf, was wir haben. Nicht viel offenbar. Fick dich. Die doch noch holen können. Alle festhalten! Wir haben Kaidan verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir ihn nicht retten? Es gibt nichts wie sowas wie einen Ehrentod. Alenko kannte die Risiken. Er hat sein Leben für unseres geopfert. Sie hätten mich nehmen sollen, Commander. Das wissen Sie. Jede Entscheidung war falsch. Sie trifft keine Schuld, Williams. Ich musste eine Wahl treffen und ich habe mich für Sie entschieden. Es tut mir leid, Commander. Sie haben mein Leben gerettet. Ich bin Ihnen dankbar dafür. Aber Sie hätten mich nehmen sollen. Alenko war ein herausragender Officer. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mich zu opfern. Genauso war es umgekehrt. Es gibt, diese Entscheidung hat keine richtig oder falsch. Ash, wie weit wollen Sie gehen? Wollen Sie als Märtyrerin sterben, um die Ehre Ihres Großvaters zu retten? Das ist nicht fair. Ja, es war nicht fair, wie das Militär und die Öffentlichkeit Ihren Großvater behandelt haben. Aber ich möchte Sie nicht wegen dieser Geschichte verlieren. Verstehe, Commander. Commander, entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Vielleicht haben Sie noch mehr Teile Ihrer Vision empfangen. Ich könnte Ihnen helfen, all diese Teile zusammenzusetzen. Wir müssen weitermachen. Zeit zu trauern ist später. Dann wollen Sie wieder unser beider Bewusstsein verbinden. Na gut, nur zu. Entspannen Sie sich, Commander.
Umarmen Sie die Ewigkeit. War unglaublich. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bilder so real sein würden, so intensiv. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu sammeln. Konnten Sie etwas aus den Visionen herauslesen? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber sie kam zu spät. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder. Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Das überrascht mich nicht. Eilos liegt in einem Raumsektor, der nur durch das Mu-Portal zu erreichen ist. Aber das Mu-Portal ging vor tausenden von Jahren verloren. Niemand weiß, wo es ist. Tja. Wir müssen weitermachen. Wie kann ein Massenportal verloren gehen? Die ursprünglichen Koordinaten waren tief im Terminus-System angesiedelt. Leider hat sich ein Stern in der Nähe vor circa 1000 Jahren in eine Nova verwandelt. Die Schockwelle hat das Portal Billiarden von Kilometern hin fortgeschleudert. Der Staub und die Strahlung des explodierenden Sterns haben den ganzen Sektor in eine dichte Nebelwolke verwandelt. Es ist schon schwer genug, überhaupt Objekte im Weltall zu lokalisieren. Das Mu-Portal im Innern einer Nebelwolke zu finden, ist praktisch unmöglich. Man würde Jahrzehnte dazu brauchen. Aber wenn noch niemand da gewesen ist, wie können Sie dann Eilos in meinen Visionen erkennen? Ich habe einige Landschaftsmerkmale von Fotos und Videos wiedererkannt, die ich für meine Forschungen benutzt habe. Also kenne ich Eilos. Ich weiß nur nicht, wo es ist. Na, wir haben ein Ziel, wir wissen nur nicht, wo es ist. Wir hatten schon Schlimmeres. Soll das heißen, dass es keine Möglichkeit gibt? Wahrscheinlich nicht. Außer sie können irgendwie die Koordinaten des Mu-Portals ausfindig machen. Dann könnten wir... Oh, tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Ruh dich aus. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Zitadellrat wird uns sowieso nicht glauben. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein... Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Krogana ein harter Gegner. Wir haben größere Probleme. Die Krogana hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Willst du mich verarschen? Beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist Realität. Die Reaper sind Realität. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er ihre früheren Berichte gesehen, in denen sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Willst du mich verarschen? Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Weil eure Geheimdienste scheiße sind. Ich hab diese Sovereign selber gesehen. Ich habe sie bereits früher vor Saren gewarnt. Sie haben mir nicht geglaubt. Und das haben wir jetzt davon. Ich glaube, Sie Menschen haben eine Redensweise, die besagt, dass selbst eine beschädigte Uhr zweimal am Tag richtig geht. Leck mich. Hier ist noch eine andere Redensweise. Fahr zur Hölle. Vielleicht haben wir uns in Ihnen getäuscht, Shepard. Vielleicht sind die Menschen doch zu impulsiv, um Spectres zu werden. Es reicht.
Commander Shepard hat bisher hervorragende Arbeit geleistet. Diese Diskussion ist nur eine Meinungsverschiedenheit. Hoppla, wir haben wohl das Signal verloren, Joker. Verstanden, Commander. Ich könnte mich mal kreuzweise am Arsch lecken. Gehen wir mal mit der Kuh reden. Aber mit Ashley. Kaidan. Ist weg. Er hat sich geopfert, aber um uns zu retten, das ist richtig, aber ist trotzdem nicht schön. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass Sie so viel über die Physiologie... Sie sind in guten Händen. Das hatten wir schon. Ich habe über Saren nachgedacht. In gewisser Weise tut er mir sogar ein wenig leid. Da hat sie recht. Er denkt, er wird das Richtige tun. Er versucht, die Spezies zu retten. Und macht im Prinzip am Ende genau das Gegenteil. Einfach weil er die Indoktrination nicht mehr bemerkt. Er ist zu einem Sklaven der Reaper geworden und erkennt es nicht einmal. Er ist innerhalb seines eigenen Geistes gefangen. Ein Teil von ihm spürt, wie seine Identität langsam von der Sovereign verschlungen wird. Aber er kann es nicht verhindern. Ich frage mich, wie er der Sovereign wohl in die Falle getappt ist. Hat er gedacht, er könnte irgendwie verhindern, dass die Reaper zurückkehren? Oder wurde er allein von seiner Gier nach Macht und Ruhm angetrieben? Wie Sarens Gründe auch ausgesehen haben mögen, so sind sie doch längst Geschichte. Man muss ihn aufhalten. Ja, da haben Sie wohl recht. Er mag ein Opfer der Sovereign sein, aber er ist auch eine Gefahr für das Leben aller. Es ist schon schlimm genug, dass wir Saren quer durch die Galaxis jagen. Da sollten wir nicht auch noch in jeder freien Minute über ihn reden. Ich muss jetzt gehen. Wo sie recht hat. Commander. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas... Ich wollte einfach nur reden. In Ordnung. Ich muss jetzt... Leben Sie wohl, Commander. Chakwas? Ja, bitte, Commander. Was kann ich... Wie sind Sie an Bord eines Schiffs? Aber die Menschheit... Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Ich kann jetzt auch nicht mehr über Kaidan mit dir reden. Vielleicht können wir jetzt ja die Beziehung zu Ashley beenden. Na, Garrus. Commander, ich wollte Ihnen danken. Das hast du schon. Wofür, Garrus? Für all... Ich habe viel über... Sie... So wissen wir, dass er anderen nie wieder Schaden zufügt. Worte bedeuten... Ich werde... Keine Einschränkungen mehr. Keine Politik mehr. Von jetzt an regle ich die Dinge. Ich bin froh, dass ihr es so seid. Keine Sorge, Commander. Das werde ich. Das hast du mir zwar schon gesagt, aber... Rede ich halt gleich nochmal mit ihm. Ashley. Commander? Wegen Lieutenant Olenko. Wie geht es dir? Ich kann nicht behaupten, es würde mir gut gehen. Ich möchte mich für das, was ich da gesagt habe, entschuldigen. Es ist nur... Ich will nicht, dass jemand stirbt. Und es ist meine Schuld. Ich mag es auch nicht, Leute zu verlieren. Ist irgendwie witzig. Ich habe keine Angst davor, für die Allianz zu sterben. Aber wenn ich daran denke, dass jemand für mich stirbt, wenn die Frage gestattet ist, wie bist du mit den Verlusten auf Elysium fertig geworden? Ja, das Elysium, falls man es nicht mehr sich dran erinnert, auf Elysium hat Shepard ja einen Angriff von Sklavenhändlern zurückgeschlagen und dabei auch sehr schwere Verluste erlitten, aber standgehalten und damit die Zivilisten gerettet, bis Verstärkung eintraf.
Es war mein Job, alle sicher da rauszubringen. Ich habe versagt. Ich habe geschworen, dass so etwas nie wieder passiert. Das gilt auch für mich. Ich werde ihn nie vergessen und mich nun noch mehr anstrengen. Ja, das ist wohl alles, was wir jetzt tun können. Danke für den Rat, Skipper. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Uns steht ein schwerer Kampf bevor. Flotten aus KI-Schlachtschiffen? Die schon dutzende Male alles Leben hier ausgelöscht haben? Ich glaube, unsere Chancen stehen ziemlich schlecht. Die Chancen sahen. Scheiß auf die Chancen. Was anderes können wir uns auch gar nicht sagen. Wen interessieren die Chancen, wenn es um das Überleben der Menschheit geht? Wir werden sie bekämpfen. Und ob wir das werden, Skipper. Aber ich bin Infanterist. Gegen die Reaper wirkt mein Gewehr, als würde ich sie mit Wattebäuschen bewerfen. Für mich gibt es in diesem Krieg keinen Platz. Und das kotzt mich an. Dass ich nicht zurückschießen kann. Ich glaube, es gibt genug zum Abschießen. Wir unterhalten uns später, Williams. Ich freue mich schon darauf, Skipper. No. Ach, wir haben Commander Kirae dabei. Commander, das war eine gefährliche Situation auf Würmaier. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Ich respektiere Ihre Entscheidung. Das rechne ich ihm echt hoch an. Ich glaube, so ziemlich kein anderer Kroganer hätte verstanden, dass diese Kroganer vernichtet werden müssen. Weil sie waren da und waren indoktriniert. Ich weiß zu würdigen, was Sie getan haben, Rex. Ich werde Ihnen das nicht vergessen. Stellen Sie einfach sicher, dass diese Sache es wert war. Oh ja. Saren muss dafür bezahlen, was er getan hat. Das wird er. Ich werde ihn jagen und töten. Um jeden Preis. Diese Art Sprache gefällt mir. Das ist auch die einzige Sprache, die da angebracht ist. Shepard. Kirae. Es war eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten, Commander Shepard. Trotz unserer Verluste war diese Mission ein Erfolg. Ich werde Lieutenant Alenkos Verdienste hervorheben. Sein Opfer wird den Menschen gebührend Respekt von meinem Volk einbringen. Kaidan war ein guter Officer. Er kannte die Risiken und tat dennoch, was er für seine Pflicht hielt. Natürlich. Das ist die grausame Realität des Soldatenlebens. Commander, ich kann Ihnen versichern, dass meine Männer und ich nie vergessen werden, was Sie für uns getan haben. Wir werden Ihr Schiff gleich am nächsten Zielort verlassen. Vielleicht haben wir wieder einmal die Gelegenheit, zusammenzuarbeiten. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet, Commander. Wohl jeder andere hätte unser Team aufgegeben. Der Captain schätzt die Mission als Erfolg ein. Ich schließe mich seinem Urteil an. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Sehe ich doch schon. Naja. Ein Erfolg. Naja, vielleicht muss man da wirklich jetzt nur noch rechnen mit Missionen geschafft oder nicht, egal bei wie viel Verlusten. Hey Shepard, kann ich etwas für Sie tun? Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Tali hat nichts Neues für uns. Commander, ich wollte Ihnen danken. Das ist vor 5 Minuten Sie, das gemacht. So wissen wir, dass er andere... Worte bedeuten... Keine Einschränkungen mehr. Keine Sorge, Commander. Das werde ich. Okay, Gewiss ist verbuggt. Harter Tag. Wir haben Kaidan verloren. Zum Preis von Sarens Sevens Operationsbasis. Was das wert war, werden wir erst später sehen. Ja, bitte, Commander. Gute Arbeit. Jawohl, Sir. Presley hat auch nichts Neues für uns. Und Joker. Commander, ich weiß, dass es für Sie da unten nicht einfach gewesen sein kann. Die Entscheidung zwischen Alenko und Williams. Das tut mir leid, Sir. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Ich glaube nicht, dass das irgendein Mensch so ohne weiteres könnte. In einer solchen Situation gibt es keine richtige Entscheidung. Ich kann nur hoffen, so etwas nie wieder erleben zu müssen. Ich gebe Ihnen keine Schuld, Commander. Es ist nur eine verdammt traurige Geschichte. Korrekt. Saren ist immer noch da draußen, Joker.
Reißen Sie sich zusammen, wir brauchen Sie noch. Keine Angst, ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich will schließlich dabei sein, wenn dieser Hurensohn für seine Taten bezahlen muss. Ja, es stehen alle 100% hinter der Sache jetzt. So etwas schweißt zusammen, kann zusammenschweißen, muss es nicht. Jedenfalls mache ich an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann genau, dann geht's nach Noveria, der letzten verbliebenen Haltestelle, und hoffen, dass wir da einen Hinweis auf das Mu-Portal finden, um nach Ailos zu gelangen und die Röhre hoffentlich vor Saren zu finden. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.